Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute geht es wieder um den realen Irrsinn in dieser Welt. Und vor allem in Deutschland. Wir haben wieder von den Kollegen von NDR, von Extra 3, eine neue Folge. Und die heißt heute Falsche Bordsteinfarbe in Nittel. Wir schauen uns an, was es damit auf sich hat. Und ja, gucken wir mal. So. Die neue Straße im Neubaugebiet von Nittel in Rheinland-Pfalz ist fertig. Alle freuen sich. Es gibt nur ein klitzekleines Ärgernis. Ja, ich kann mir vorstellen, was es für ein Ärgernis gibt. Die Farbe passt nicht. Zu hell, zu dunkel, zu falsch, zu grün, zu gelb, zu weiß. Nein, das ist eigentlich weiß. Obwohl, die ist eher ein bisschen eierschalenmäßig. Könnte der Grund sein. Aber okay, gucken wir einfach mal. Ja, warum der ganze Ärger? Ich kann es auch nicht so genau sagen. Ich habe der Gemeinde eine komplette Straße geschenkt und kann es nicht fassen, dass ich die Straße jetzt eventuell zurückbauen muss. Herr Arnoldi war verpflichtet, für das von ihm gebaute Neubaugebiet auch die Straße zu bauen. Und die hat nun die falsche Farbe. Der Fußweg ist zwar wie von Nittel gewünscht Cortina rot, aber der Bordstein ist grau. Der hätte aber laut Bürgermeister auch rot sein sollen, so wie hier. Die Straße wird nicht abgenommen, weil sie nicht so hergestellt wurde, wie sie hergestellt werden sollte. Hergestellt werden sollte sie in den Pflastersteinen rot und auch die Bordsteine in rot. Genau wie wir es in unserem Beschluss gefasst hatten. Herr Bürgermeister, da oben läuft doch alles ganz normal und rund und richtig und schön, wie es sein soll. Wäre es nicht einfach möglich, das Ding mit Rot zu überstreichen? Ich meine ja nur, also, man kann es auch übertreiben. Ihr habt jetzt da ein Neubaugebiet und ihr müsst dafür nicht mal was bezahlen. Es kommen Steuergelder rein, weil da ziehen ja Leute hin, die Steuern bezahlen und Abgaben bezahlen. Und das geht alles in die Kasse von euch und es sorgt auch dafür, dass dein Gehalt bezahlt wird. Und da regst du dich über eine Farbe auf. Nee. Ja, das hat der Gemeinderat zwar beschlossen, nur leider vergessen, das dem Bauherrn auch mitzuteilen. Echt blöd. Ah, also erstens mal Theater machen, weil etwas nicht so gebaut ist, wie es gebaut sein soll, weil man das so beschlossen hat und dann auch vergessen, dem Bauherrn das mitzuteilen und dann darauf noch pochen, dass er das auch richtig machen muss. Woher soll er das wissen? Das wäre ja genauso, wie wenn ich hier was kochen soll und im Rezept fehlt, ja, die Pilze müssen als erstes rein und ich schmeiß sie als letztes rein, weil dann am Ende steht, ach ja, die Pilze hätten als erstes reingemusst. So ungefähr. Dieser Beschluss ist natürlich für mich komplett nichtig. Die Gemeinde und die Verbandsgemeinde hat mit mir einen Vertrag gemacht. In diesem Vertrag gibt es keinerlei Festsetzungen für die Farbe. Und nicht nur in... Sieht man? Verträge lesen können viele Politiker auch nicht mehr, außer sie sehen da unten irgendwo eine Summe, was sie noch zusätzlich kriegen können. In diesem Neubaugebiet, sondern auch in einem anderen Neubaugebiet in Nittel, ist der Bordstein auch nicht cortinarot, sondern ebenfalls grau. Grau. Wie kann das sein, Herr Bürgermeister? Das war ein Fehler. Da haben sie die falschen Bordsteine geliefert bekommen und das konnten sie nicht mehr umtauschen, weil das wäre zu teuer geworden. Und deswegen haben sie es dann grau gebaut, so wie sie überall in ganz Deutschland und in den meisten anderen Ländern, wo ich Bordsteine kenne, grau sind. Nein, das geht. Das bei dem Neubaugebiet geht das nicht, weil das haben sie ja nicht sie bezahlt, sondern das hat jemand anders bezahlt. Deswegen ist das so. Lange vor meiner Zeit als Ortsbürgermeister beschlossen worden. Das war ein Fehler, aber dieser Fehler wird nicht korrigiert, indem man jetzt den gleichen Fehler wieder begeht. Ne? Nö, wird er nicht, garantiert, ja klar, warum? Den Fehler hat ja auch nicht der Herr gemacht, der dieses Neubaugebiet gebaut hat, sondern die Stadtverwaltung, die ihm das nicht mitgeteilt hat. Also sowas. Nein, natürlich nicht. Die Gemeinde hat zwar gerade selber einen Fußweg ganz in Grau gepflastert, aber nur, weil gerade keine roten Steine mehr da waren. Kann ja passieren. Nun, Freunde... Ja, und wie erklären wir dann das? Das ist dann... das war die Gemeinde. Die darf das. Die darf dann andere Farben benutzen, weil keine anderen da sind. Realer Irrsinn eben. Freuen sich die Anwohner im Neubaugebiet sicherlich, wenn ihre Straße endlich die richtige Bordsteinfarbe bekommt.
oder? Die Farbe der Bordsteine stört uns überhaupt nicht. Es gibt sicherlich wichtigere Probleme auf der Welt. Ich glaube, 7 Wochen war die Straße zu und ich bin einfach froh, wenn die Straße geöffnet bleibt. Mir ist ganz egal, welche Farbe die Bordsteine haben. Sehen Sie, Herr Bürgermeister, so sehen das die Bürger. Hören Sie auf die Bürger. Sie wollen ja wohl wiedergewählt werden, oder? Ich meine ja nur, also... Und andere Probleme sind definitiv wirklich wichtiger als so eine Bordsteinkante. Der Bürgermeister will rote Bordsteine, der Investor sieht das nicht ein. Und was passiert jetzt? Der Ball liegt beim Vorhabenträger. Ne? Er soll ein Kompromissangebot unterbreiten. Was ist ein Kompromiss? Jeden zweiten Stein austauschen oder... Kompromiss! Ganz einfach. Wir lassen das Ganze so, wie es ist, weil die Bürger interessiert es nicht. Die Stadt muss dazu nichts bezahlen. Und der Bauherr hat die Straße in Eigenregie gebaut und bezahlt. Also alles gut. Klar, abgefahrene Idee. Jeder zweite Stein wird rot. Mit dem Kompromiss schreibt Nittel garantiert Bordsteingeschichte. Ja, das finde ich auch. Also das ist mal wirklich eine gute Idee mit diesem Farbunterschied. Das sieht richtig gut aus. Erinnert mich irgendwie an Absperrbänder. Gut. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wenn euch das Ganze gefallen hat, Däumchen hoch, Kommentar da unten, Abo da links oder rechts, je nachdem. Glöckchen vielleicht noch, das Ganze nicht nur hier bei mir, sondern auch bei den Kollegen von Extra 3. Originallink ist da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten realen Irrsinn wieder. Definitiv, hundertprozentig kann ich euch schon garantieren. Und ja, der nächste Irrsinn liegt ja auch schon bei mir hier drin. Und ja, wir sehen uns dann wieder.